Herzlich willkommen. Всем привет. See ya. Hello, welcome to the Berliner Bären Europe Tennis Tournament. Spitzentennis bei den Berlin Internationals. Nach 6 Tagen und über 100 Matches werden auf der Anlage der SV Berliner Bären die Titel verteilt. Das Turnier hat mir sehr gefallen. Tolle Organisation und gute Schiedsrichter. Das Finale ist spannend. Sehr spannend. Schließlich stehen sich die beiden besten Spieler des Turniers gegenüber. Alan Ayukhanov und Felix Trikwart. Trikwart gilt als einer der besten Nachwuchsspieler in seiner Altersklasse. Mit Ayukhanov hat er einen starken Gegner, der sich bereits den Titel im Doppeln sichern konnte. Ballwechsel mit zahlreichen Schlägen, Netzangriffen und Stops. Es ist alles dabei. Felix Trikwart returniert druckvoll und leistet sich insgesamt wenige Fehler. Im zweiten Satz dann der bessere Start für Ayukhanov. Trikwart kämpft sich zwar zurück, aber die Arbeit, die wird nicht belohnt. Denn dieser Satz geht an Alan Ayukhanov. Dafür ist der Berliner im Match-Tiebreak wieder voll da. Zunächst führt Trikwart, jedoch gerät er auch hier wieder ins Hintertreffen. Und sogar so sehr, dass Alan Ayukhanov dieses Spiel knapp mit 7:5 für sich entscheidet. Zum Schluss dachten wir eigentlich alle, er hat es schon. Und die Schiedsrichterin hat dann den Ball noch gut gegeben. Und dann drehte das Match nochmal und war eine tolle Stimmung, Zuschauer waren da. Ein hochklassiges Endspiel mit langen Ballwechseln zeigen auch Polina Berezina und Denisa Soldakova. Schnell bezwingt Berezina ihre Gegnerin 6:3 und 6:4 und krönt sich zur Siegerin der Berlin Internationals. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Ergebnis. Das Match war großartig. Preise, Pokale und Urkunden gibt es bei der anschließenden Siegerehrung. Ein erfolgreiches internationales Jugendturnier neigt sich somit dem Ende entgegen. Das ist schon immer was Einzigartiges und in Berlin, ja, auf dem Level hat es das bisher auch noch nicht gegeben. Und das ist erst der Anfang. Zukünftig soll der Tennissport bei der SV Berliner Bären und dem Nordstützpunkt Berlin mit einem ITF-Turnier oder ITF-Future-Turnier vorangebracht werden. Denn durch diese Kooperation wird ein Umfeld geschaffen, welches Spieler und Trainern ermöglicht, an den selbstgesteckten Zielen zu arbeiten, sowie eine vereinsübergreifende und professionelle Trainingsumgebung für alle ambitionierten Nachwuchssportler bietet. Für uns ist es eine große Sache, dass wir erstmalig ein internationales Jugendturnier bei uns ausrichten können. Viele Leute oder Jugendliche aus verschiedensten Nationen sind hier. Das zeigt auch das, was wir mit unserem Verein auch vorhaben, dass wir da auf Leistung Wert legen. Suchen Sie nach einer sportlichen Beschäftigung für Ihre Kinder? Dann schauen Sie unbedingt am 10. September 2022 auf der Anlage der SV Berliner Bären vorbei. Dort richtet der Verein von 13 bis 19 Uhr ein Kinderfest aus. Schließlich liegt es dem Verein sehr am Herzen, Kindern und Jugendlichen dabei zu helfen, ihren Weg in den Breiten- und Leistungssport zu finden. Erfahrene Spieler und Trainer berichten an diesem Tag von ihren Erlebnissen und Erfolgen. Spiel und Spaß auf dem Tennisplatz darf dabei natürlich nicht fehlen. Auf Wiedersehen. Tschüss, gleich sehen. Baga. Bis zum Latterstag. Goodbye, we finalize this tournament.